Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den Instrument Layer. Das gehört zu den Instruments oder zu den Container Devices. Was das genau ist, das erkläre ich jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, da ist das gute Stück. Das ist ein Container. Da packt man Devices rein, wie auch hier steht, Drop Devices hier. Im Endeffekt, ich habe hier einen Ausschalter, das heißt, alle Devices, die hier drin sind, kann ich einen ausschalten. Presets habe ich sogar hier. Das sind schon vordefinierte Layer drin. Das sollte man sich mal durchhören, um eine Idee zu bekommen, was man denn da alles machen kann. Dann den Namen, den kann ich hier auch nochmal ändern. Dann habe ich hier Remote Controls, hier ist nur der Gain-Knopf, aber ich kann natürlich zu den Devices, die ich hier drin habe, noch recht komplexe Geschichten dazu konfigurieren. Dann habe ich natürlich die Modulatoren, die ich über alle Devices hier legen kann. Dann den Container selbst, wo ich hier draufklicken kann, den Pop-Up-Browser kriege und dann irgendwelche Instrumente, Multisamples oder was auch immer reinpacken kann. Und den FX-Container, also sprich ein Effektbearbeitungs-Container für den Sound oder das Signal, das aus der Summe von allen Devices, die hier drin sind, nochmal zu bearbeiten, zum Beispiel Echo, Delay, Reverb, Bitcrusher oder was auch immer. Und dann hier nochmal den Gain-Regler, um die Gesamtlautstärke von dem Device zu regeln. Das war das Device im Endeffekt schon. Und ich habe jetzt hier einfach selber mal was zusammengebastelt. So ein Device, wenn ich jetzt hier einfach mal so eine Taste drücke. Spielen hier alle einzelnen Devices. Ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Polymer. Der spielt das hier. Dann habe ich hier ein Multisample-Instrument. Dann habe ich hier einen Polysynth. Und hier habe ich eine Organ. Wenn ich das alles anhöre, kommt das bei raus. So, und ich kann natürlich auch, wenn der Inspektor auf hat und ich die einzelnen Instrumente angeklickt habe, kann ich auch die Lautstärken, die hier drin sind, etwas einfacher anpassen und auch das Panning hier nochmal so ein bisschen anpassen von dem einzelnen Instrument. Wenn ich zum Beispiel das Tolka CS40 mehr hier auf der linken Seite haben will und was haben wir denn hier denn? Und den Cumulonimbus. Moment, das habe ich noch das falsche Instrument ausgewählt. Jetzt nehmen wir das hier. Mal ganz auf die Seite. Und kann das entsprechend dann eben auch wieder ändern. Hier hatte ich noch einen Delay drin zum Beispiel. Und bei der Gesamtlautstärke oder Verstärkung kann ich das natürlich zurücknehmen oder lauter machen. Zum Beispiel. Ja, das ist der Instrument Layer. Schöne Sache, um ein paar Dinge auszuprobieren. Und wie gesagt, diese Presets, die hier da sind, unbedingt mal ausprobieren. Da ist eine Menge mit bei. An Presets, an Kombinationen. Wenn man alleine die ganzen Presets von den einzelnen Bitwig-Devices nimmt, hat man schon eine Menge. Und wenn man jetzt hier noch mit dem Instrument Layer so ein bisschen experimentiert, kann man das Ganze nochmal miteinander multiplizieren, hat hier schier unendliche Möglichkeiten an diversesten Sounds, um die übereinander zu stapeln und einfach zu layern halt. So, für alle, die Presets gerne mögen. Das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kurze Video. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal, liked das Video, drückt das Glöckchen, kommentiert, sagt mir Bescheid, wenn ihr was macht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.